Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 39. Ich zeige euch heute das Palais Bose in der Johannesstraße in Dessau. Zeitweilig wurde das Palais Bose auch Prinz-Wilhelm-Palais oder Wilhelms-Palais genannt. Es ist ein spätklassizistisches Gebäude, wurde von 1800 bis 1803 durch Graf von Bose, einem Kammerherrn von Fürst Franz, erbaut. Andere Quellen gehen von einem Baubeginn ab 1796 aus. Nach der Nutzung als Wohnresidenz des Grafen wurde das Palais später als Georgensbibliothek benutzt. Heute ist alles in der Landesbücherei Dessau untergebracht. Später wurde es die herzögliche öffentliche Bibliothek. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von 1950 bis 1959 provisorisch die anatinischen herzöglichen Gemälde dort untergebracht, die jetzt im Georgium sind. In der DDR war das Gebäude als Pionierhaus Bruno Kühn bekannt. Seit 2003 ist nach umfangreicher Sanierung und Umbau die Seniorenresidenz der Avendi Senioren Service GmbH dort. Ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Tag-Video oder andersweitigem Unterwegs in Dessau. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und mehr Unterwegs in Dessau-Videos, dann abonniert mich doch ganz schnell. Tschüssi!